Wir sprechen heute über einen Indikator, der in den 17 Fällen, die er überhaupt erst in den letzten 78 Jahren aufgetreten ist, noch nie ein Fehlsignal gegeben hat. Ich möchte das nochmal sagen, hören Sie bitte heute ganz genau zu, schauen Sie sich das Video an, checken Sie gerne die Quellen, lesen Sie sich ein dazu, denn das ist sehr, sehr wichtig, weil es möglicherweise den nächsten Bullenmarkt anzeigt. Ich weiß, das ist jetzt wie Bullenmarkt, das kann ja überhaupt nicht sein, die Welt geht ja unter, wir haben überall Krieg, wir haben die M2-Geldausweitung ist extrem nach unten gefahren und so weiter. Ich könnte Ihnen jetzt 20 Gründe für einen massiven Bärenmarkt aufzeigen. Ich spreche aber heute über den Indikator, der genau das Gegenteil anzeigt. Wir schauen uns heute alles an. Wir sprechen über den Indikator. Ich gehe dann auch auf den unterliegenden Markt ein. Wie ist die aktuelle Situation und was sind unsere zu erwartenden Kursziele? Los geht's. Herzlich willkommen. Mein Name ist Philipp Hopf. Das ist ein weiteres Video der HKCM. Wir bauen das Ganze heute strukturiert auf. Über was sprechen wir? Wir sprechen heute über einen Indikator, der überhaupt erst seit 1945 17 Mal angeschlagen ist. Es gibt nur 17 Signale. Welcher Indikator ist das? Es ist der Zweig Breath Trust Indikator. Sie werden es jetzt gleich auch sehen, genau angezeigt bekommen, können selber Ihren Research machen. Wer hat diesen Indikator erfunden? Das ist Martin Zweig. Wie ist die Formel dieses Indikators? Dort gehen wir auch genauso rein, damit das jeder nachvollziehen kann. Dieser Indikator ist vor ein paar Tagen wieder angeschlagen. Er schlägt nur sehr selten an. Wie gesagt, seit 1945, also in den letzten 78 Jahren, ist dieser Indikator nur 17 Mal angeschlagen und das letzte Mal vor exakt 5 Tagen. Dieser Indikator zeigt einen extremen Momentum-Shift an in den Märkten, in den großen Indizes. Um welchen Indiz geht es? Es geht um den S&P 500. Ich zeige Ihnen jetzt den Chart, darauf gelegt den Breath Trust Indikator von Martin Zweig. Dann gehen wir darauf ein, was genau bedeutet das? Was ist die prozentuale Anstiegserwartung jedes Mal, nachdem dieser Indikator angeschlagen hat? Und dann gehen wir auf unsere Elliott Wave Charts und ich zeige Ihnen, ob sich das Ganze angleicht mit unserer eigenen Analyse. Starten wir los. Erstens mal Zweig Breath Trust Indikator, abgekürzt ZBT. Der wird eigentlich von allen großen Money Managern sehr klar beobachtet, eingestellt als Alarm, weil er eben auch so selten auftritt. So, was wir hier jetzt sehen, sind die insgesamt 17 Signale seit 1945, das letzte Mal am 3.11.2023. Ich zeige Ihnen das dann auch auf unseren Live-Charts. Das ist ein Momentum-Shifting-Indikator. Es gibt eine genaue Berechnungsgrundlage, nach was dieser Indikator berechnet wird. Sieht man auch hier unten, 10-Tages-EMA der steigenden NICE. NICE ist die New York Stock Exchange der Werte, also der einzelnen Aktien, steigend plus fallende Werte, klettert von unter 0,4 auf über 0,615 innerhalb von 10 Tagen. Also mal ganz simpel erklärt, wenn wir ein extremes Momentum von einem Abwärtsmomentum, also einem sehr negativen Sentiment, einer negativen Marktstimmung, in ein starkes Aufwärtsmomentum wechseln. Das heißt, wenn wir einen plötzlichen starken Shift haben, quasi eine U-Form des Marktes, dann schlägt dieser Indikator an, wie gesagt, wenn auch sehr selten. Jetzt gehen wir mal direkt auf die Erklärung und dann gehen wir auf die Live-Charts. Wenn Sie übrigens etwas zurückgeben wollen für den kostenlosen Inhalt, den wir Ihnen tagtäglich liefern, einfach einen Like da lassen und gerne auch einen Kommentar. Wir haben jetzt noch ein paar Tage die Woche, welchen Markt Sie von mir analysiert haben wollen. Die nächsten Tage natürlich. Starten wir los. Der Breath Trust Indikator ist ein technischer Indikator, der zur Bestimmung der Marktdynamik verwendet wird. Er wird berechnet, indem die Anzahl der aufsteigenden Emissionen an der Börse, das heißt also die aufsteigenden Werte, wie zum Beispiel der New York Stock Exchange, NICE, durch die Gesamtzahl der dortigen Emissionen aufsteigend plus absteigend geteilt wird und ein gleitender 10-Tage-Durchschnitt dieses Prozesses gebildet wird. Wenn Sie jetzt gerade denken, hä, um was geht's hier? Abwarten, ich werde es Ihnen danach genau noch erklären. Der Indikator signalisiert den Beginn eines potenziellen neuen Bullenmarktes. Wenn er innerhalb eines beliebigen 10-Tage-Zeitraums von einem Wert unter 0,4, was auf einem überverkauften Markt hinweist, auf einen Wert über 61,5% steigt. Dies ist eine selten auftretende Marktstimmung, also sogenanntes Sentiment, was wir als Elliott Waver ja auch immer wieder beobachten, die für Marktbeobachter von großer Bedeutung ist.
Der Breath Trust Indikator wird manchmal auch als Zweig Breath Trust Indikator bezeichnet. Das ist eigentlich nicht ganz richtig. Eigentlich sollte der Indikator immer als Zweig Breath Trust Indikator benannt werden, denn er ist von Martin Zweig erfunden worden. Nach seinem Erfinder, nach Zweig, hat es seit 1945 nur 17 Breath Trusts gegeben. Der durchschnittliche Gewinn nach jedem dieser Thrusts, also Thrusts bedeutet Antrieb im Englischen, betrug 24,6%, also Anstieg nach Signal in einem durchschnittlichen Zeitraum von 11 Monaten nach Auftreten des Signals. Zweig unterstreicht außerdem die Tatsache, dass die meisten Bullenmärkte mit einem Breath Trust beginnen. Ja. So, ganz kurz noch hier, wer sich das durchlesen möchte, macht einfach kurz Stopp hier und kann sich die genaue Formel rauslassen für die Mathematiker unter Ihnen, welche das genau verstehen wollen, was hier die exakte Einstellung ist, um sich das selbst dann einstellen zu können. Machen wir direkt weiter und gehen wir jetzt auf unsere Elliott Wave Charts. Übrigens, wenn Sie eine genauere Erklärung wollen, warum wir ja auch seit Monaten standhaft dabei bleiben, dass wir hier bullisch eingestellt sind, auch wenn wahrscheinlich mehr als 3/4 aller Marktteilnehmer extrem bärisch sind und Armageddon auf uns zukommen sehen und Ihnen mit Sicherheit auch 20 verschiedene Gründe nennen können, warum es, wie es hätte ja aber auch dieses Jahr schon sein sollen, einen extremen Crash geben wird, bleiben wir hier klar bei unserer Meinung. Wir werden das an unserem morgigen Live-Trading- und Analyse-Webinar von 19 bis 20.30 Uhr kostenlos für Sie alle auch noch weiter darauf eingehen, was die inverse Zinskurve angeht, warum wir diese als bullisch erachten, was das Euro-US-Dollar-Wechselkursverhältnis angeht, was den Dollar-Index DXY angeht. Wir werden Ihnen die Gründe benennen, neben den Elliott-Wave-Berechnungen, warum wir hier auf unterschiedlichen Indizes sehr, sehr bullisch sind und im nächsten Jahr hier massive Anstiege erwarten. Wir werden auf alles eingehen. Wie können Sie sich anmelden? Morgen 19 bis 20.30 Uhr. Sie gehen auf unsere Homepage www.hkcmanagement.de. Gehen direkt hier drauf, jetzt Newsletter abonnieren, klicken da drauf und Sie werden morgen noch von uns einen Anmeldelink bekommen. Morgen 19 Uhr bis 20.30 Uhr geht's los. Also starten wir. Gehen wir hier auf unsere Charts des S&P 500. Das ist ja der Referenzwert. Ich habe hier diesen Bereich schon markiert für Sie. Das ist genau der Bereich am 5. November, wo der Breath Trust Indicator wieder ausgeschlagen hat. Warum das Ganze? An sich ganz simpel, wenn wir uns das hier mal anschauen, nehmen wir den Highlighter hier. Diese Bewegung hier von einem negativen Sentiment und dann diesem starken Reversal nach oben, das ist ein sehr, sehr selten auftreffendes Kursmuster. Also das Ganze hat ja hier schon angefangen. Es sah ja immer schlechter aus. Sie haben gesehen, wir sind unter 200 SMA drunter gefallen. Die letzten Tage konnten Sie sehen, sämtliche Analysten, die gesagt haben, das sieht ganz, ganz schlecht aus. Wir sind jetzt offiziell in einem Bärenmarkt. Und genau dieses extrem negative Sentiment mit einem starken Reversal quasi aus dem Nichts heraus hat den Indikator zum Anschlagen gebracht. So, grundsätzlich unser primäres Szenario ist ein direkter weiterer Anstieg hier hoch in der Welle 3. Wir suchen hier jetzt gerade auch eine weitere Zone, um Einstiege zu tätigen. Warum sage ich das und wie hat es hier die letzten Male funktioniert oder was hat nicht funktioniert, sollte ich sagen. Wir hatten ja hier zwei weitere Zielzonen gesetzt, um genau diese Bewegung hier abzufangen. Wir sind beim ersten Mal nicht ausgestoppt worden, denn wir setzen den Stop ja immer 1% unter die Unterkante. Das wäre genau hier gewesen. Der Kurs war hier jedoch 0,63% raus. Als wir hier angestiegen sind, hatten wir die Zielzone ausgegraut, damit Stop nachziehen. Somit kam es hier nicht zu einem Verlust. Wir hatten jedoch dann im Anschluss direkt danach eine weitere Zielzone gesetzt. Für die Etablierung für Long-Positionen, wie man hier unschwer erkennen kann, sind wir hier ausgestoppt worden. Wir lagen hier also, das war wohlgemerkt, auch eine sehr, sehr enge Zielzone, aber faktisch, wir lagen hier mit dem Trade falsch. Wenn wir auch bisher mit unserer grundsätzlichen Ausrichtung und unserer Haltung, dass wir hier weiter ganz klar einen Bullenmarkt erwarten, lagen wir bisher richtig. Wir haben jetzt hier auch andere Indikatoren, wie beispielsweise Martin Zweigs Indikator, der uns das jetzt hier anzeigt. Also, wir gehen davon aus, dass wir demnächst jetzt hier auch eine Gegenbewegung wieder ausbauen. Die werden wir nutzen, werden dann im Anschluss eine Zielzone hinterlegen, wie wir sie beispielsweise beim Nasdaq jetzt bereits wieder aktiviert haben. Also in unserer täglichen Nasdaq-Analyse, der Nasdaq sieht von allen Indizes bisher am bullischsten aus, auch auf verschiedensten Indikatoren, haben wir jetzt weitere Zielzonen etabliert. Wir werden auch hier in den anderen Indizes, beispielsweise dem Dow Jones, dem S&P 500, dem deutschen Leitindex DAX und dem chinesischen Hang Seng, dort stehen wir in der Zielzone drin,
werden wir hier auch weitere Einstiegsbereiche definieren. So, sobald wir hier zurückkommen, werden wir hier dann auch weitere Kaufzonen hinterlegen. Grundsätzlich gibt es noch die Möglichkeit zu 35% Wahrscheinlichkeit, wenn wir unter das Level bei 4074 fallen, dass wir hier noch etwas tiefer kommen. Wie würde so ein Szenario aussehen? Das schauen wir uns jetzt mal auf dem zweiten Chart an. Das ist jetzt der S&P 502 unseres täglichen Updates. Das ist die Möglichkeit, sollten wir runterkommen, hätten wir hier auch bereits eine Zielzone hinterlegt. Auch das würde nachhaltig nicht bedeuten, dass wir hier unter das Gesamttief von Oktober letzten Jahres, 14. Oktober letzten Jahres, drunter fallen würden. Um das hier ganz klar zu sagen, wir gehen nicht von neuen Tiefs aus. Das würde nur bedeuten, dass sich die Korrektur etwas verlängert und wir nicht bereits hier die 1 gesehen haben mit einer anschließenden 2, also das Reversen und jetzt im Anschluss hier hochkommen, deswegen die magentafarbene 3 hier oben, sondern dass wir sich das Ganze hier noch ausbauten und wir erst hier die 1 fertig machen, also diese hier, dann in der Alternative, dann würden wir hier nochmal eine 2 runterkommen und dann ansteigen. Es würde einfach nur die Korrektur etwas verlängern, würde aber das übergeordnete Bild, das übergeordnete bullische Bild, das wir vom Markt haben, nicht verändern. Nach wie vor gehen wir ganz klar davon aus, dass wir hier uns weiter nach oben schaufeln jetzt, immer wieder mit Gegenbewegungen, die wir dann nutzen wollen für Einkäufe. So, grundsätzlich mal unser langfristiges Bild, um das am Ende noch zu zeigen, Multijahreschart, was ist unsere Erwartung für den S&P 500? So, dazu nutzen wir jetzt hier den S&P 500 Dreierchart. Das ist jetzt hier auf M für monatlicher Basis. Da können wir jetzt sehr weit zurückgehen. Uns unsere gesamte Zählung hier anschauen. Wir gehen davon aus, dass wir im Jahr 2024, 2025 möglicherweise, auf der zeitlichen Ebene ist es immer schwierig zu sagen, wir müssen schauen, wie schnell der Markt hier steigt. Möglicherweise haben wir aber noch 1 bis 2 Jahre Bullenmarktzeit hier, um dieses Level hier oben anzulaufen, um also hier insgesamt den Fünfteiler in Weiß hier fertig zu machen. Das würde bedeuten, dass wir hier ein Ziel, Mindestziel vom 50er Fibonacci anlaufen bei 6.218 Punkten. Das wären von aktuellen Ständen immer noch circa 40-45% entfernt. Das Ganze kann sich natürlich noch weiter ausdehnen, kann theoretisch hier noch das 61.8er anlaufen bei 6.786 Punkten. Aber wir gehen mal davon aus, wenn wir das Ziel jetzt hier nennen, diesen Zielzone, dann haben wir jetzt noch ungefähr 40-55% Platz nach oben. Das ist unsere langfristige Erwartung. Ja, ich habe mich hier mal wieder ganz klar die Hosen runtergelassen. Das wird ja von Analysten oft sehr ungern gemacht. Sie wollen sich nicht festlegen, sie wollen nicht genau sagen, in welche Richtung es geht, um nachher wieder sagen zu können, wir haben es Ihnen ja gesagt, aber Sie kennen von uns und Sie kennen von mir genau eine Richtung und eine Meinung zum Gesamtmarkt und der ist weiterhin bullisch. So, ich wünsche Ihnen jetzt eine wunderschöne Woche. Ich freue mich, wenn ich Sie morgen im Live-Webinar begrüßen darf. Machen Sie es gut. Danke.